Russlands Souveränitätsverlust oder wie Russland zur US-Kolonie wurde. Teil 1. Russland hat seine Souveränität in den Jahren 1990-1991 verloren. Dies ist in Russland eine bekannte Tatsache. Gefunden und aufgesammelt hat die Souveränität die USA. Sie hat Russland 1991 zur amerikanischen Kolonie gemacht. Russland versucht, den amerikanischen Kolonialismus abzuschütteln. Und daraus erklärt sich die Feindschaft zwischen beiden Ländern. Es ist für alle ersichtlich, dass Russland und die USA Gegner sind. Da wir, Sie, meine Zuschauer und ich, keine Diplomaten sind, die nach höflichen Worten suchen müssen, können wir dieses Thema direkt und unverblümt und für alle verständlich mit klaren Worten benennen. Machen wir einen ganz kurzen historischen Ausflug. So wie nach dem Zweiten Weltkrieg sich Schritt für Schritt die Europäische Union zu einer Gemeinschaft zusammengefunden hat, so hat sich nach der Oktoberrevolution 1917 auch die Sowjetunion zu einer Gemeinschaft zusammengefunden. Die Sowjetunion hatte sich für den Kommunismus als Gesellschaftsordnung entschieden und somit das Privateigentum abgeschafft. Da man auch die kommunistische Weltrevolution wollte, also überall auf der Welt das Privateigentum abschaffen wollte, war es logisch, dass man sich die Länder zum ideologischen Feind machte, die gerne weiter im Kapitalismus mit Privateigentum leben wollten. Somit ist der Konflikt zwischen Ost und West bis 1990 für alle einfach und verständlich erklärt. Es war ein ideologischer Konflikt. Es gibt russische Blogger, die mit mir und meiner Meinung nicht übereinstimmen. Sie meinen, dass die Begriffe Demokratie, Freiheit, Menschenrechte und Ideologie alles nur schöne Worte sind, die den Kampf um Macht und Reichtum maskieren sollen. Es ging den USA und anderen Ländern niemals um die Bekämpfung des Kommunismus, sondern um die Wiedergewinnung von Absatz- und Rohstoffmärkten. Но еще нужно понимать, что война была не капитализма с социализмом, а одного крупного государства с другим. И эта война не закончится, пока Россия большая и сильная. Неважно, какой политический строй в России. Der Kommunismus brach 1990 zusammen. Und somit hätte doch, wenn Sie meiner Logik folgen, eigentlich der Ost-West-Konflikt aufhören müssen. Also auch der Konflikt zwischen der Sowjetunion und den USA. Aber wir wissen, dass dieser Konflikt heute praktisch genauso scharf steht wie vor 1990. Er pausierte nur wenige Jahre. Jahre, wo die USA die Gelegenheit nutzten, aus Russland eine amerikanische Kolonie zu machen. Wie erklärt sich also dieser amerikanische Russland-Hass, in dem die westliche Solidargemeinschaft aktiv mit einbezogen ist, wo es doch keinerlei ideologische Unterschiede mehr gibt? Amerika war заинтересована в уничтожении своего извечного геостратегического противника, и поэтому Америка всячески препятствовал любым нормальным экономическим проявлениям в России. Ich scheine also mit meiner Meinung, dass es sich bis 1990 um einen ideologischen Konflikt, um einen Konflikt der Weltanschauungen handelte, nicht recht zu haben. Beginnen wir mit der Situation 1990-91, der Zeit, wo die Sowjetunion zu wanken begann, um dann einzustürzen. Gorbatschow, der letzte Chef der Sowjetunion, trat im Dezember 1991 zurück und überließ das Land sich selber. Дорогие соотечественники, сограждане, в
силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Nein! Er überließ das Land den drei separatistischen Verrätern aus Russland, Weißrussland und der Ukraine. Jelzin, Kravtschuk und Schuschkewitsch. Die eindeutig gegen die Verfassung der Sowjetunion verstoßen haben, als sie in einer Nacht- und Nebelaktion im Dezember 1991 festlegten, dass die Sowjetunion aufgelöst ist. 8 декабря 1991 года главы трех республик СССР Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич в Белоруссии, нарушая законодательство СССР, подписали соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности СССР и создании Содружества независимых государств. Сразу же после этого, буквально через несколько минут, Ельцин по телефону сообщил об этом президенту США Джорджу Бушу-старшему. Стенограмма этого разговора была рассекречена Соединенными Штатами Америки в 2008 году и сейчас находится в открытом доступе. Der Verräter Gorbatschow unternahm nichts, diese drei Separatisten verhaften zu lassen, während diejenigen, die im Dezember 1991 die Sowjetunion auflösten, in Freiheit lebten und ihrem Land das Grab schaufelten. Saßen andere, die im August 1991 gegen die Auflösung der Sowjetunion in Moskau putschten, im Gefängnis und warteten auf ihre Verurteilung. Человек, у которого целью всей его жизни было уничтожение коммунизма. Это Горбачев сказал в Американском университете в Турции в 2000 году, добавив, что именно для достижения этой цели он использовал свое положение в партии и стране. В Американском университете в Стамбуле вы говорили, что целью всей вашей жизни было уничтожение коммунизма, как не диктатура над людьми. Damit Sie verstehen, was damals im Dezember 1991 passierte, transferieren wir die Ereignisse einfach mal auf die Bundesrepublik Deutschland. Stellen Sie sich vor, es gibt eine Krise in Deutschland und die Ministerpräsidenten der Freistaaten Bayern, Sachsen und Thüringen treffen sich und beschließen, aus dem Bestand der Bundesrepublik Deutschland auszutreten und zukünftig als selbstständige Staaten zu leben. Ein paar Tage später gründen dann diese drei Freistaaten eine Gemeinschaft unabhängiger deutscher Staaten. Der Rest Deutschlands befindet sich bereits in Panik und jeder versucht irgendwie sein Feld zu retten. Der oder die Bundeskanzlerin, Bundeskanzler, schaut von Berlin aus hilf- und wortlos zu, was im einstigen stolzen Deutschland vor sich geht, tritt vor die Kameras, protestiert gegen die Auflösung der Bundesrepublik Deutschland und erklärt den Rücktritt. Alle ehemaligen Bundesländer beginnen sofort mit der Organisation ihrer Souveränität. Eine Weile funktionieren die wirtschaftlichen Abhängigkeiten zwischen den ehemaligen Bundesländern noch, aber dann beginnt man auch hier die Trennung. Die gesamte Wirtschaft bricht zusammen. Dazu kommt der menschliche Faktor. Denn die deutschen Familien leben ja über alle ehemaligen Bundesländer verteilt, die jetzt ihre Selbstständigkeit haben und eigene Pässe einführen. Jeder, der in einem Bundesland lebt, dort seine Existenz, sein Eigentum hat, muss sich entscheiden, ob er sächsischer, bayerischer, brandenburgischer und so weiter und so weiter und so weiter Bürger werden will. Je nachdem, wie man sich entscheidet, werden Familien auseinandergerissen. Grenzen werden gezogen, das Visa-Regime zwischen den ehemaligen Bundesländern eingeführt. Es wird wohl niemand mit mir streiten, wenn ich behaupte, dass diese drei fiktiven deutschen Ministerpräsidenten Landesverräter und Staatsfeinde sind. Denn sie zerstörten das,
was Bismarck 1871 begann zu schaffen. Erschwerend kommt hinzu, wenn man erfährt, dass diese drei fiktiven Ministerpräsidenten bereits im Vorfeld ihres Verrates sich mit dem sowjetischen KGB-Offizieren umgeben haben, die nicht sichtbar hinter den Kulissen den ganzen Prozess begleiten und organisieren. Як інституція. Каждая із 15 республік имела право выхода из состава СССР. Механизм выхода был прописан в законах, но в 1991 году ни одна из республик не выполнила указанных требований. Кроме незаконного выхода республик из состава Советского Союза, осенью 1991 года Горбачевым были самовольно ликвидированы органы власти СССР. В обход закона были упразднены органы государственной безопасности, министерства и другие центральные органы государственного управления. Это привело к крупнейшей геополитической катастрофе 20 века. Soweit, glaube ich, haben alle verstanden, was im Dezember 1991 in der Sowjetunion vor sich gegangen ist und Putin später veranlasst hat zu äußern, dass der Zerfall der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des vorigen Jahrhunderts war. Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. Aber es gibt noch eine Vorgeschichte, die sich zeitlich durch mich nicht genau definieren lässt. Irgendwann im Jahre 1991, vermutlich Anfang 1991, vielleicht aber auch schon wesentlich früher, begannen die Amerikaner, Berater in die Sowjetunion zu schicken. Es liegen Fakten vor und Putin hat darüber offiziell informiert, dass mindestens 1500 amerikanische Berater, davon einige hundert hauptamtliche Mitarbeiter der CIA, Schlüsselpositionen in der Regierung der RSFSR, der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik, besetzten. Там много всего смешного. Вот, например, в окружении Анатолия Борисовича в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Но смешнее то, что по возвращении в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации и не имели на это права, как действующие офицеры разведки. Им по закону внутри США запрещено было заниматься какой бы то ни было коммерческой деятельностью, но они не удержались. Коррупция, понимаешь? Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass die USA natürlich auch in allen anderen Sowjetrepubliken, wir hatten 15 davon, Berater entsandten, um dort alle notwendigen personellen Voraussetzungen zu schaffen, um diese Sowjetländer kontrollieren zu können. Die Planung des Zerfalls der Sowjetunion konnte beginnen. Вот запомню, представляете, до сих пор помню. Россия слаба, как никогда. Или сейчас мы нанесем удар и сделаем то-то, то-то, то-то. Или никогда. Ich erinnere an dieser Stelle nochmals, dass die Sowjetunion noch existierte. Gorbatschow der Staatschef war und diese Entwicklung organisierte. Er holte die Amerikaner ins Land oder zumindest kamen die Amerikaner mit seinem Wissen. Ist der Mann wirklich so naiv gewesen zu glauben, dass die Amerikaner ihr Leben dem Humanismus gewidmet haben? In welcher Welt hat dieser Gorbatschow bis dato gelebt? Gleichzeitig begann man Zehntausende russischer Beamte, also Beamte der damaligen russischen Sowjetrepublik und später der russischen Föderation und anderer Williger in die USA zu schicken,
damit diese sich dort vor Ort überzeugten, wie lebenswert das Leben in einer freien Demokratie ist. Es wurden Schulungen durchgeführt. Die aufmerksamen Schüler wurden materiell und finanziell stimuliert und auf Funktionen vorbereitet, die sie nach ihrer Rückkehr nach Russland dort besetzen sollten. Schlüsselpositionen. Das nennt man dann Einflussagenten. Sie in Deutschland kennen dies. Denn amerikanische Einflussagenten, Stichwort Atlantikbrücke, gibt es zu Tausenden, zu Zehntausenden in Deutschland. Und deshalb sprechen wir auch davon, dass Deutschland nicht souverän ist. Denn Entscheidungen in Deutschland werden nicht durch Deutsche getroffen, sondern durch amerikanische Einflussagenten, die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und es stehen amerikanische Truppen im Land, die diesen Status des unsouveränen Deutschlands militärisch absichern sollen. Um den ganzen Prozess gut beherrschen zu können, war es notwendig, dass die Sowjetunion aufhörte zu existieren. Teile und herrsche. Sie kennen dieses Prinzip, meine lieben Zuschauer. Somit steht die Frage, inwieweit die Entscheidung der drei Separatisten Jelzin, Kravtschuk, Schuschkiewicz zum Austritt ihrer Länder aus dem Bestand der Sowjetunion ihre eigene Entscheidung war. Oder aber dies auf Druck der amerikanischen Berater geschehen ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Paka aus Kaliningrad.